Rainer Brandt. Ein neues Werk von Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt hat wieder mal zugeschlagen. Rainer Brandt. Mit seiner Spezialkamera. Zwergfell erschütternden Trainerbankstudien. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Kamera fertig, Ton ab. Klötzer kann ihm leid tun. Ich suche meinen Onkel Arthur. Der muss hier im Stadion sein. So ein guter Mann, eine Tragik ist das. Und alles nur, weil sich diese sogenannte Managerpfeife im Vordergrund spielt. Hat nicht mal eine Trainerlizenz, diese Geige. Irgendwo in der Menge muss Onkel Arthur sitzen. Und der Herr Manager sitzt da und macht Musik. Lieg ich dem Klötzer auch im Magen? Beim HSV hab ich das Sagen. Das ist bei uns der große neue Duft. Denn ist der Kron der Prinzensohn, dann ist dir jeder andere Trainer Luft. Der hat einen echten Höhenflug. Oho, da drüben ist schon wieder so ein Würstchen, was sich gegen mich auflehnt. Na dann zeig doch mal dein großes Trainertalent. Schrumpfgermane. Also ich kann beim besten Willen nicht begreifen, dass ich meinen Onkel Arthur nicht finde. Ich habe ihm doch selbst die Karte gekauft. Was für eine Karte? Eintrittskarte. Arrogant ist der wie ein Küchenschrank. Ich und arrogant, das zieht einem doch die Schuhe aus. Ich kenne den Kron. Wenn der nicht weiter weiß, steckt er ihm die Zunge raus. Diese Methoden kommen sie bei mir nicht an. Na, wirst du wohl. Auch der kleinste Zunge sehe ich. Da, er steckt sie schon wieder raus. Sowas hat doch nichts auf dem Fußballplatz zu suchen. Was hat denn ihr Lecklappen mit Sport zu tun? Oh. Der Rudi gibt's ihm aber. Briefmarkenanlecker könnte das sein. Soll er sich doch bei der Post bewerben? Jetzt sollten die sowieso einführen bei die Preise. Mir verdankt der Rudi überhaupt, dass er hier so sitzen kann, wie er da sitzt. Ich hab ihm doch sein Toupet besorgt, aus Peru. Jetzt fliegt meine Feder aus dem Hut. Rudi, komm, sowas ist doch keine Schande. Jetzt duzt er mich auch noch. Wenn du kein Toupet trägst, dann geh dir doch mal richtig durch die Haare. Und nun? Das sind tatsächlich seine eigenen Haare. Guck doch mal. Die hat er sich in Südamerika einpflanzen lassen. Das wäre doch was für dich. Du hast doch auch schon so ein paar kahle Stellen. Damit haben wir ihn geschafft. Naja. Warum sagt denn der Kuno nix? Keine Ahnung, frag ihn doch selbst. Na bitte. Stumm wie ein Fisch und ich kann ja nicht auch noch das Reden für ihn übernehmen. Himmelkreuz, das bringt mich zur Verzweiflung, ein Mann wie Klötzer. Warum tritt er dem Kerl nicht einfach auf die Füße? Ich habe nur Turnschuhe an. Und der Schwerstiefel hat Onkel Arthur, der da drüben sitzt. Da drüben, ja? Nein, da muss er sitzen. Wo? Oh. Da sitzt er hier. Da. Was siehst du denn? Der hat dir entdeckt. Klötzer und sein Onkel Arthur. Junge. Was ist denn? Nervös? Ja, ich verstehe nicht, wo die Spieler bleiben. Dass die nicht kommen, daran hat nur der Kron schuld. Nein. Also so ein Choleriker wie der Gutendorf ist mir noch niemals untergekommen. Das verbiete ich mir. Komm gleich rüber, du Strolz, von wegen Choleriker. Ich bin Choleriker. Da schlägt ihm fast den Kron ins Gesäß. Ja, bravo. Nicht so lahmarschig den zähen Tempo. Das ist ein Boxhandschuh. Ich schwör's dir, ein Boxhandschuh ist das. Gegen die Regel ist das. Der hat doch einen Knall. Ein Glück, dass wir das noch bemerkt haben. Hoffentlich findet das Spiel nicht statt, sonst verzische ich mich lieber. Auch wenn du mit Klötzer verwandt bist, was hattest du denn damit vor? Kron in die Schnauze hauen. Der Kelch ging nochmal.